Aber nicht nur die Russen, die Türken können ja, auch gut. Alle. Also da jede Nationalität und Intelligenzquotient ist da schon auf mich zugekommen. Nee, und seitdem habe ich mir gesagt, so, nö, den Stress muss ich mir gar nicht geben. Wieso soll ich denn Geld ausgeben, um irgendwo reinzukommen? Noch mehr Geld ausgeben für Alkohol, den ich nicht trinken will? Und dann noch zusätzlich unter Umständen auf die Schnauze bekommen? Nee, habe ich keinen Bock zu. Kannst du knicken. Aufs Maul. Ja. Der heißt doch, entweder klickst du aufs Maul oder du musst jemand anderen aufs Maul geben. Und ich habe auf beides vorbei keinen Bock. Das stimmt. Ist auch gut so. Der Schützenfest an sich habe ich kein Problem mit, weil das ist weit weg von mir. Bloß wo sie sich dann treffen, das ist gleich nebenan. Und dann erst ein bisschen Musik spielen und tamtam. Da fahre ich dann immer erstmal weg. Da muss ich mir nicht antun. Auch weil ich die Musikrichtung gar nicht mag. Ja, es kommt noch ein Schwer dazu, aber das ist halt Musik, die tust du dir nur an, weil du dich dazu zusaufen kannst, wie sonst irgendwas. Sonst kannst du die Musik nicht ertragen. Das kann man bei Metal und Rock und alle möglichen anderen auch super. Ja. Frag mal die Leute auf der Love Parade, die sind sicherlich nicht nüchtern gewesen. Also die, ich meine, die überlebt haben. Nein, die gar nicht. Ich meinte die alte Love Parade in Berlin. Ach so. Es war in dem Moment, als ich sagte, war es so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich versteht es jeder so, wie ich es meine. Und dann so, nicht. Ja, du weißt aber, dass ich das immer absichtlich nicht so verstehe, wie du es meinst. Ja. Nimm dir den Strawman, wie du ihn brauchst. Ja, genau. Ah, köstlich. Schön. So. Wunderschön. Wunderschön. Mein Gott, sie ist so niedlich. Entschuldigung, das habe ich von meiner Frau. Es ist so flauschig. Hui. Ich sehe, es ist egal, wie viel Zucker ich zu mir nehme. Genau solche Personen, durch die kriege ich irgendwann Diabetes. Wie meine Frau. Nein. Also nicht sie hat Diabetes, sondern ich kriege sie Diabetes. Der Schrei im Hintergrund war jetzt schön. Wunderschön. Wunderschön, genau das. Guck, dann haben wir einen Klingelton schon wieder mehr. Wir sammeln. Was, den Schrei oder das Wunderschön? Alles. Alles, wir haben alles gesammelt. Ja, wenn Mammut jetzt noch alles auf Stumm hat, also keine Musik und nichts hat, das dann in der Aufnahme ist, dann steht es jedem frei, sich das als Klingelton hinzumachen. Danke, nein! Aber grundsätzlich, ne? immer noch, sag schon, Musik im Hintergrund laufen hab, ne? Wird das schwer. Ja. Wunderschwer. Ja. Wunderschwer. Also, Schatz, deine Klingelton-Karriere ist leider beendet, bevor sie angefangen hat. Ja, weil Musik gelaufen ist, als du praktisch dein Klingelton vom Besten gegeben hast. Hat erstmal keine Ahnung von dem, was hier eigentlich abgeht, aber erstmal aggressiv sein. Das ist vollkommen egal, was hier abgeht. Na dann. Die ist halt. Sie ergänzt meinen Wahnsinn. So viel Wahnsinn kann man nicht ergänzen. Doch, kann man. Okay. Glaub's mir. Okay. Sie ist ja das exakte Gegenteil von mir. Weißt du, klein, niedlich, weiblich, nicht ganz so doof. So, das heißt, du bist doof? Nö, ich bin intelligent. Ach so. Aber sie ist noch weniger doof, ja? Ja. Okay. Was? köstlich. Ich weiß auch nicht, woher ich das Wort jetzt auf einmal habe. Egal. Amiga Link? Ja. Wo steckst du? Oh nein, ich hab's wieder vergessen. Ich mach doch immer noch hier auf der Säule so kurz vor Ende nochmal so einen kleinen Mini-Vorsprung. Solange die Säule nicht wieder um einen kompletten Block fallen. Also ich glaube, bisher habe ich sie noch nicht verbaut. Glauben ist nicht wissen. Also wieder ab nach oben. Hey, Erdfahrstuhl, willkommen. Irgendjemand klopft hier ganz in der Nähe auf Stein. Das bin ich oder der Nachtmar 66. Ah, da, du kannst. Oh, da grad vorne ist ein Creeper. Hallo, Creeper.
Der ist auch mit beim Abbauen. Siehst du, Mammut, schon tot. Und ich hab... Bumm. Ja, nö. Du bist Profi, ja. Ja. War ich eigentlich der Einzige, der dich auf den Fehler hingewiesen hatte? Nein, es gab noch mehrere. Ich glaube, Moka hatte mich drauf hingewiesen. Alle. Verwunscht. Diverse andere Personen, denen es dann nachher im Video aufgefallen ist. Ich glaube, Torres hat es auch erwähnt. Einfach alle. Weißt du, und ich stehe dann da und denke mir so, Oh nein. Haben es doch so viele gesehen. Dammit, ich kann es nicht im Offscreen noch fertig bauen. Scheiße. Ja, das hatte ich tatsächlich überlegt. Ne? Einfach mit Editor, Säule nehmen, einen Block weitersetzen. Da hätte es keiner mitgekriegt. Was ist denn hier für ein Leerstand? Meine Güte, wunderschön. So. Machen wir erstmal hier die ganze Krümelkacke weg. Zack, bumm, knick, knack. Dieser Hubschrauber bei dem Hintergrund ist gerade die Waschmaschine, ne? Ja. Okay. Dann ist das ja gleich vorbei. Das kommt drauf an, in welchem Waschgang sie ist. Wahrscheinlich im vorletzten. Ich mute mich trotzdem. Das musst du nicht tun. Nimmt hier Schaden. Ich. Inex, bist du in die Lava gefallen? Ich bin reingerannt. Warum rennst du da rein? Machst du da... Okay. Ich weiß nicht. Ich dachte, du bist auch so schon Feuer und Flamme. Ja, jetzt erst recht. Oh, vorsichtig, du wirst geportet. In 3, 2, 1. So. Hättest du hier vielleicht ein Bett irgendwo hinstellen können, sollen, dass jeder mal da reinhüpft und dann brauchst du nicht mal porten. Ja, pff. Betten sind teuer hier. Nein, shit, das ist kein Fahrstuhl. Da ist ein Fahrstuhl. Was war das denn? Das war Tatütata, würde ich sagen. Ja, weißt du, was kennst du nicht? Obwohl alle Fenster zu sind. Dann war es aber immer noch ganz schön laut. Die sind laut genug, die kommen auch durch geschlossene Fenster. Da habe ich mal fast einen Herzinfarkt gekriegt, als ich im Auto an der Ampel stand. Nicht mitbekommen habe, dass so ein, ich glaube ein Feuerwehr war das, von hinten an mir vorbeiprechte. Und genau neben mir machten die so Sirene an. Oh, das liebe ich immer, wenn ich auf der Straße bin. Und dann, ne, so wirklich so in dem Moment, wo sie wirklich so bei mir, ne, auf der Waagerechten liegen, weißt du, so vollkommen lotrecht zu mir, erstmal fett Sirene an. Das liebe ich, wenn die das machen. Oh ja. Und da fliegen einem ja echt die Ohren weg, das ist ja wow. Oh, ja. So, Hubschrauber gelandet. Yay. Glaube ich zumindest, hoffe ich. I don't know. Man weiß es nicht genau. Inex, bist du schon wieder in die Lava gefallen? So circa. Och, Inex, das kannst du doch nicht tun. Teleportationskosten sind teuer. Ist denn hier, sind ja sau viele am Graben hier. Ja, so soll's ja auch sein. Hey, da ist ein Loch. Da ist ein Riesenloch. Was hast du getan? Da bin ich schon mehrfach runtergefallen. In der Was hast du getan? Hier ist schon meine Wiederhochkommensäule. Deine Wiederhochkommensäule. Also, das klingt auch nicht jugendfrei. Das klingt bei ihm grundsätzlich nicht jugendfrei, was er manchmal von sich gibt. Was kann ich dafür, wenn ihr sowas denkt? Ach, jetzt sind wieder die Denker verkehrt, ja? Ja. Ja, ja. Ich habe nichts Schlimmes gesagt. Noch nicht. Außer, dass ich da eine Steinsäule habe, um wieder hier hochzukommen. Ist immer noch nicht. Ja. Das macht also, nicht Leute, nein. Wie wenn du über dein extra langes Baguette redest, das du gerade verschlungen hast. Das ist. Das hast du gesagt. Das ist auch nicht wesentlich jugendfreier. Doch, eigentlich schon. Die Jugend würde daran nichts. Oh, ja, kommt aufs Alter an. Wow. Hallo? Es gibt ein Kinderlied, ja? Das heißt, ne, auf einer Insel mit zwei Bergen und so was. Ja, da denkt man als Kind überhaupt nicht an irgendwas Schlimmes. Genau.
Das geht erst mit der Pubertät los. Dann denkt man so, scheiße, sowas ist ein Kinderlied? Es ist doch wahr. Eine. Da gibt's auch so ein schönes Bild. Sind eigentlich 7 Delfine drauf. Als Erwachsener sieht man da drauf aber nur ein Pärchen, das sich umarmt. Kinder sehen das sich Delfine. Umarmt. Ja, wirklich nur umarmt. Also, ernsthaft? Ja. Okay. If you say so, I trust you. Kinder bis zu einem bestimmten Alter sehen die Delfine. Erwachsenen? Nö. Denn müssen ja, sie sagen, dass sie da sind. Gut, das liegt aber auch halt daran, dass wir halt aufgrund schulischer Bildung und ähnliches halt immer darauf getrimmt werden, halt mehr zu sehen. Ich bin übrigens in Lava gefallen. Ich bin toll. Ja, fein. Da findest du aber keine Delfine. Nee. Ich komme ja auch tatsächlich nicht raus. Ja, dann haben wir ja gleich eine Chat-Nachricht. Na komm schon, Wasser. Oh, Wasser will nicht. Boah. Ich lauf da mal wieder. Ja, lauf mal. So, kann mir jemand kurz mal erklären, wie das mit Minecraft Modding Texture Paket und Shadern so läuft? Am besten so in der Nutshell in 2 Minuten. Das ist was, geht kürzer. Amiga Link, go! Ich. Warum ich? Du bist ja der Minecraft Modding Experte. Ja, was willst du denn da überhaupt genau wissen? Keine Ahnung, weil ich wäre jetzt einfach mal raus, kurz rausgegangen, hätte mir Mammut sein Gedöns da geladen und dann draufgeschmissen. So dachte ich, funktioniert es, hat es damals mal funktioniert. Damals hat es noch nie so funktioniert. Mit den Texturpaketen schon. Das ist ja das, was mir schon mal. Ja gut, Texturpakete funktionieren immer noch so. Ja, nach wie vor. Dafür gibt es einen extra Ordner. Richtig. Wobei mit Modding geht es mittlerweile auch so. Wenn du Forge installiert hast, dann hast du einen extra Ordner, wo du die Mods reinlegst. Was installiert? Forge. Das ist eine Mod-Schnittstelle sozusagen. Achso, ich dachte, Minecraft. Das hat irgendwas mit Dating-Sim zu tun. Okay. Nein. Da muss ich dich leider enttäuschen. Oh, Mammut, wie ist es eigentlich, wenn ich dir ein Spiel von mir gebe zum Let's Playen? Let's Playst du das dann? Grundsätzlich wahrscheinlich ja. Okay. Ja, nein, ich wollte das nur. Ja, mal ist okay. Es ist gut zu wissen für die Zukunft. Du hast ja eine FSK 18 Abgrenzung, ne? Ja, natürlich. Das ist bei mir grundsätzlich gegeben, wenn man ein Let's Play von mir schaut. Wirklich? Nee. Doch. Was? Wieso? Weil aus mir immer was rausrutschen kann, was sehr zweideutig ist. Ah, so, das ist gut. Okay, hey, da muss ich mich ja echt nicht so zurückhalten hier. Super. Dufte. Ja, schon so hier, okay, ja. Na gut, dass man jetzt nicht die ganze Zeit jeden Pixel in diesem Spiel beleidigen muss, ne? Hast du diese Einstellung von YouTube wirklich an? Nein. Och, okay. Mann, Mammut. Weil, jetzt habe ich mich so sehr gefreut. Die bringt im Endeffekt sowieso nichts. Exakt. Ja, doch, ja, sie sichert YouTube ab. Nein. Ja, ja, YouTube kann sagen, wir haben da was. Mhm. Aber na, das klappt auch nicht nach unserem Recht. Chat Google, glaube ich, wenig. Nö, da Google nicht in Deutschland sitzt, hast du da wohl recht. Aber du musst damit rechnen, alles, was du halt da tust, ne, kann eventuell wieder auf dich zurückführen in meinem eigenen Spiel, ne? Aber, ernsthaft? Vielleicht. Nachher wirst du ein ganz toller Boss, der eigentlich nur eine Lootkiste ist. Das finde ich super. Aber wieso bin ich eine Lootkiste? Weil darum, weil du es dann verdient hast. Keine Ahnung, frag mich nicht. Das ist nur ein Beispiel. Okay. Hust. Räusper. Warum kriegt man hier so schnell Hunger? Erstaunlich. Weil du ja sau viel abbaust. Ja, ist mir aber nicht bewusst, dass das im normalen Minecraft so krass ist, wenn man so. Wir spielen auf einfach. Ja, das hat ja mit dem Schwierigkeitsgrad gar nichts zu tun. Doch, bestimmt. Da
Da ist ein interner Multiplikator von 1,25. Ach so.